Starte ich wenigstens da wieder? Los, komm schon, fang mich doch! Nett. Okay. Ich habe jetzt die komplette Karte einmal aufgedeckt, wie es aussieht. Ändert aber trotzdem nichts an der Tatsache, dass ich einfach noch gefühlt gar keine extra Lebensenergie gefunden habe. Trotzdem immer durch alte Räume komme. Ich kann fast nichts sehen. Ich muss wachsam sein. Wer weiß, was hinter der nächsten Ecke lauert. Und ihr nennt euch Schwertmeister? Es ist kein Platz für euch auf dieser Insel. Okay, so viel halten die gar nicht aus. Endlos Gegner oder so? Oder kommen nur im Nebel ständig Gegner? Ich sehe mir jetzt eher anscheinend. Jetzt ist es mal andersrum. Flieh, solange ihr noch die Möglichkeit dazu habt, Tor. Okay. Ich glaube, das ist immer noch dieser ein Hauch von Till und ich finde ihn jetzt mittlerweile doch besser, als ich dachte. Ha. Soll ich hier die. Ah, ich soll hier die Wand tun, ne? Ja. Okay.
Hier ist ein Abgrund. Vorsichtig, ganz vorsichtig. Diese Tür, der Schalter dafür muss hier irgendwo sein. Ach, wenn meine Augen nur den Nebel durchdringen könnten. Metzel. Jetzt schon? Okay, das da drüben sieht so aus, als käme ich danach dahin. Das war offensichtlich nicht weit genug gerannt. Keine Ahnung, ob der auf Zeit geht, der Schalter. Scheinbar schon. Okay. Danke, dass ich das erfahre, ohne dass ein Ton da spielt. Knapp. Was genau soll dieser Raum hier bringen? Einfach nur für Waffen? Scheinbar. Nennt euch Schwertmeister? Hm.
Mehrmetzelzeit. Es ist kein Platz für euch auf dieser Insel. Fresse. Und das sind gar kein Ende. Alter. Noch eine komplette Salve an Hunden. Achso, das kostet 2 Sandbehälter. Deswegen konnte ich das gerade nicht einsetzen. Ist jetzt Ruhe. Scheint so. Ja, wie erwartet, ist das jetzt der Ort. Okay. Nach wie vor nicht wirklich viel zu finden. Okay, da ist wieder ein Speicherpunkt. Ich glaube, jetzt bin ich wahrscheinlich in dem Turm. Ich höre schon wieder dieses Mühlrad. Sehr wahrscheinlich. Oh, ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Deswegen durfte ich auch hier niemals lang. Es wird nämlich jetzt die Passage sein, bei der ich auf der anderen Seite... Ja, ich weiß ganz genau, wo ich bin. Da war ich nämlich auf der anderen Seite schon. Das ist kein Gegner für mich. Ah ja, die Tür ist noch zu. Bewegt sich die Plattform schon nach oben? Ja. Ich glaube, das bringt mir trotzdem nichts. Das habe ich zwar eigentlich gerade nicht gedrückt, aber okay. Ha. Was willst du von mir? Mein anderes Ich versucht noch, die Türme in Gang zu setzen. Es bleibt genug Zeit, in den Thronsaal zurückzukehren und darauf zu warten, dass die Tür sich öffnet. Ha!
Türme. Er hat sie in Gang gesetzt. Komme ich zu spät? Ich darf jetzt nicht mehr scheitern. Aha. Gut, wie das nicht funktioniert hat. Also willst du mir erzählen, ich war jetzt so lange bewusstlos, bis ich zwei Türme aktiviert habe, weil ich habe diesen Turm ja eigentlich erst... Also ich habe den ja als erstes aktiviert und die anderen... Ah ja, gut, okay. Sie sind halt davon ausgegangen, dass man... den Turm als zweites scheinbar macht. Oder ich bin halt wirklich sehr lange bewusstlos gewesen. Okay, da soll ich also lang. Steht mir bei! Luna, werdet ihr der Herrscherin. Ich gehe den Turm jetzt praktisch einmal rückwärts. Aua. Das war die Kiste. Okay. Das ist nicht der richtige Weg. Achso.
Das müsste mich eigentlich... Ja. So. Damit bin ich wieder am Anfang des Turms. Ich habe diesen Turm irgendwie schon viel zu oft bereist in diesem Spiel gerade. Wobei es teilweise auch eigentlich meine eigene Schuld ist, ihn so oft bereist zu haben. Ich meine, wir sind ja trotzdem circa dreimal hier. Hi. Mal, könntest du aufhören, mich zu überrennen? Das gehört sich nicht. Und tschüss. Ich muss sagen, mittlerweile komme ich echt ganz gut mit dem Kampfsystem klar. Vor allem mit der Maske des Todes natürlich, ich sollte natürlich erwähnen, dass diese Maske des Todes einfach ziemlich overpowered ist. Lebensenergie verlieren, tja, was soll es. Einfach die Zeit anhalten. Und so viel Sand nutzen, wie ich möchte. Wie zuvor. Nein, ich darf ihn nicht durchlassen. Es tut mir leid. Die Maske, sie ist locker. Tja, jetzt weiß ich allerdings nicht, ob das jetzt schon das Ende ist. Weil ganz ehrlich, eigentlich kann ich mich nicht daran erinnern, dass das Spiel noch sonderlich weit länger geht. Und deswegen wundert es mich halt, dass ich noch immer keine weiteren Lebensupgrades gefunden habe. Ich meine, wir können mal gucken, was jetzt passiert. Fällt mir ein, natürlich jetzt ohne die Maske habe ich natürlich nicht mehr endlos Sand. Schade.
Die Zeit wird knapp. Seid ihr bereit? Ich habe nachgedacht, Kailina. Die Insel bietet euch wenig und sie wird euch noch weniger bieten, sobald ich vor eurer Gebieterin stehe. Kommt mit mir nach Babylon. Ihr könnt ein neues Leben beginnen, fern der Schrecken dieses Ortes. Es tut mir leid, mein Prinz, aber ich kann euer Angebot nicht annehmen. Das hier Lebensupgrades sind, frage ich mich echt, wo ich 5 Stück übersehen haben soll. Ich weiß, dass es halt noch ein alternatives Ende gibt, wenn man halt 100% hat, aber ich frage mich echt, wo das noch sein soll. Muss nicht auf diese Weise enden. Kommt mit mir in die Gegenwart. Damit ihr mich in eurer Zeit töten könnt, statt ich euch in meiner? Es tut mir leid, aber nur einer von uns kann das Schicksal heute überwinden. Herrscherin, hört mich an! Nein, nun hört ihr zu. Das Buch der Zeit sagte, ihr würdet mich töten, aber ich werde es ändern! Tja, jetzt bin ich hier wieder. Ich habe mal wieder einen großen Kreis gedreht. Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was es mir jetzt gebracht hat. Die Herrscherin ist zwar jetzt irgendwo in der Zeit, aber die ist natürlich direkt wieder weggerannt. Keine Ahnung, wo die ist. Wahrscheinlich auf dem Kampffeld. Ich weiß, was ihr glaubt, im Buch der Zeit gesehen zu haben. Dann wisst ihr, dass ich keine Wahl habe. Es gibt immer eine Wahl, Kailina. Dann wähle ich das Leben und ihr bekommt den Tod. Das langweilt mich. Ha!
sie jetzt die Zeit verlangsamt? Ja. Come on. Das langweilt mich. Unglaublich. Ja, okay, gut. Also, Kampf gegen Kaylina ist gerade nicht so. Ich kann gerade auch nicht hier oder raus, wie es aussieht. Also ich bin der Meinung, dass das hier der Endkampf sein könnte. Wichtigere Angelegenheiten erwarten mich. Lol. Kommst du gar nicht nach, oder was? Epic Stare Down. Das langweilt mich. Dann natürlich. Nervig. Solange ihr noch könnt.
Wow. Natürlich. Es ist eine Ehre für euch, durch mein Schwert zu sterben. Geht mir aus dem Weg. Chance. Ich bin gerade zu schlecht für diesen Kampf und ich wollte eigentlich diesen Kampf jetzt nicht noch machen. Also von daher... Ja. Es wird jetzt folgendermaßen ablaufen. Ich werde diesen Kampf jetzt einmal machen. Und... Also in der nächsten Aufnahme dann. Und wenn ich dann bis... Wenn das Spiel dann wirklich halt vorbei ist an der Stelle, dann werde ich nochmal einen Speicherstand von vorher laden. Und mit Hilfe eines Videos die ganzen Orte abklappern, wo ich für 100% hin muss. Weil ich habe ehrlich gesagt, ich habe wirklich die Meinung, ich bin wirklich der Meinung, ich habe mich gut umgeguckt. Wirklich gut umgeguckt. Und ich habe trotzdem nicht ansatzweise alles gefunden. Ich habe keine Ahnung, wo das noch alles sein soll. Von daher, ja. So werden wir das jetzt Ganze machen. Das Ganze jetzt machen und, ja, dann. Bis zum nächsten Mal und ciao.